Transport mit Tücken. Ein fast 50 Meter langes Rotorblatt muss auf einen Berg. Schwierigkeit ist definitiv der Regen. Fahrbahn nass, wenig Traktion. Ein wahrer Hindernisparcours. Enge Haarnadelkurven, Häuser direkt am Fahrbahnrand, aufgeweichte Wege. Im schlimmsten Fall würde die Straße nachgeben und man kann die Fahrt nicht mehr fortsetzen. Ein gigantisches Getriebe unterwegs, 442 Tonnen Gesamtgewicht, 75 Meter lang und Pannen trotz perfekter Planung. Ein Stützschlauch ist geplatzt von der Hydraulik. Millimeterarbeit in der Unterführung, oben knapp, unten kritisch. Gib mehr Höhe hier, der kratzt schon. Und schweres Gerät für 195 Tonnen. Passgenaue Verladung ins Binnenschiff. Ein Höhenzug im Schwarzwald. Hier am Kambacher Eck entstehen vier Windkraftanlagen, jede rund 200 Meter hoch. Sie sollen Strom für 10.000 Haushalte produzieren. Ein Problem beim Bau ist der Materialtransport. Die Straße auf den Berg ist steil und kurvig, führt durch kleine Siedlungen und ist nur zum Teil geteert. Gefährlich, vor allem bei Schlechtwetterlagen. 400 Meter tiefer gelegen im Kinzigtal, ein Umladeplatz, Ausgangspunkt der Schwertransporte. Hier lagern die Bauelemente, von den Betonschalen bis zu den gigantischen Rotorblättern. Diese sind 46 Meter lang und wiegen pro Stück knapp 15 Tonnen. Heute muss einer dieser Flügel zur Montage auf den Bergrücken. Schon die Verladung auf einen Transporter ist eine knifflige Sache. Zu viel Wind ist natürlich eine Gefahr. Wir haben Vorschriften, wo man sich halten muss. Aber im Moment ist also alles okay. Wenn zu viel wäre, müssten wir abbrechen. Die 72 Schraubbolzen am Rotorblattende müssen gleich in die Bohrung in einer Transportvorrichtung eingeführt werden. Per Kran eine echte Filigranarbeit. Denn die Bolzen dürfen auf keinen Fall beschädigt werden. Das Rotorblatt muss langsam angehoben werden, damit es nicht ruckartig wegschwenkt. Beide Kräne, Seil auf. Verladeleiter Mario Horvath gibt den Kranführern per Funk Kommandos. Höhe reicht, ihr könnt rausschwenken. Nach knapp 2 Minuten hängt das Rotorblatt in Verladeposition. Doch noch kann es nicht aufgeladen werden. Zuerst muss das rechteckige Transportgestell weg, mit dem der Flügel auf einem LKW hierher zum Umladeplatz gebracht wurde. Gut, stopp, stopp. Mit einem Radlader hebt Mario Horvath das Transportgestell an und dreht mit einem Kollegen die riesigen Muttern von den Gewindestangen. Dann muss das Gestell runter von den Bolzen. Gut, probieren wir es mal, oder? Ja, ja. Geht? Doch das Gestell hakt. Warte, muss Druck fahren. Also wieder rein in den Radlader. Einen Meter zurücksetzen und mit dem Kran ein paar Zentimeter nach oben. Dann sind die Bolzen frei. Die Verladung kann beginnen. Transportleiter Randolf Peters von der Spedition Bender ist eingetroffen. Er ist Spezialist für die Bedienung des Transportfahrzeugs. Ein Self-Propelled Modular Transporter, auch Selbstfahrer genannt. Lenkbar per Funkfernbedienung. Auf dem Ende des achtachsigen Fahrzeugs ist eine Flügeltransportvorrichtung montiert. An der müssen die Männer jetzt das Rotorblatt befestigen. Das Einfädeln der Flügelbolzen in die Löcher erfordert Fingerspitzengefühl von Randolf Peters und den Kranführern. Roman, Seil führen. Stopp. Weiter langsam Seil führen. Stopp. Das Schwierigste ist eigentlich das Einführen der Gewindestangen in die Löcher vom Adapter. Dann wird es verschraubt, mit Drehmomentschlüssel festgezogen und dann ist eigentlich schon fertig. Die Bolzen fädeln zwar in die Bohrungen der Transportvorrichtung ein, doch noch klemmt irgendwas. Randolf Peters hat dafür seine ganz eigene Technik. Das Rütteln von dem Adapter ist dazu da, dass die Gewindestangen vom Rotorblatt einfacher eingeführt werden können in den Adapter. Mario, der vordere Kran muss ein bisschen schwenken, nach links. Thomas, langsam links schwenken.
Von oben schaut es aber recht parallel aus. Müssen wir eine Schraube randrehen, eine Hülse. Komm ich noch nicht, müssen wir weiter ran. Wir sind aber auch zu hoch. Warte mal, passt schon. Ich zieh das ran. Drinnen. Perfekt, oder? Gut. Mario Horvath und seine Kollegen schrauben jetzt das Rotorblatt am Adapter fest. Eine schweißtreibende Angelegenheit bei 72 Muttern. Erst wenn alle Bomben festsitzen, ist das Rotorblatt transportfertig und kann mit dem Selbstfahrer auf den Berg gebracht werden. Die Steigungen betragen bis zu 20%. Um die bewältigen zu können, wird ordentlich Power benötigt. Also in dem Fall haben wir hier zwei Vierachs-Plattformen zusammengebaut. Die vorderen vier, hinteren vier. Jede Vierachs-Plattform besteht aus vier Achslinien mit jeweils 8 Rädern. Sprich, in dem Fall haben wir hier 64 Räder. Der Motor ist separat. Das sind 500 PS Deutz, 6-Zylinder. Der treibt eine Hydraulikpumpe an und die Antriebshydraulik ist über Schläuche verbunden mit den Antriebsachsen. Und das sind insgesamt 4. Die Hydraulik bringt außerdem mehr Drehmoment als ein mechanischer Antrieb, etwa per Kardanwelle. Das ist wie wenn man ein Wasserrad hat, gießt man viel Wasser drauf, läuft es schneller, gießt man weniger, läuft es langsamer. Gießt man es in der andere Richtung, dreht sich das Rad entgegengesetzt. Und so ist eine hydraulische Bremswirkung in dem Fall auch vorhanden. Jede Achse ist einzeln lenkbar, und zwar um 360 Grad. Und die Pendelachsen können Unebenheiten in der Fahrbahn ausgleichen, sodass der Selbstfahrer keine Schlagseite bekommt. Es sei denn, der Wind frischt weiter auf. Ja, ab 12 Meter Wind pro Sekunde wird es schwierig. Dann ist Schluss, dann gibt es ein Sicherheitsprogramm, wo die Elektronik ausschaltet. Das wird gemessen mit dem Windmesser, den wir jetzt gerade hier vorne befestigen. Und dann ab 12 Meter pro Sekunde darf man nicht mehr arbeiten. Die Chancen für einen reibungslosen Transport stehen 50-50. Denn der Himmel hat sich zugezogen und es regnet in Strömen. Schlechte Vorzeichen also für das komplizierte Vorhaben. Ja, die Schwierigkeit ist definitiv der Regen. Fahrbahn nass, wenig Traktion. Und müssen wir halt noch ein bisschen mehr aufpassen als sonst. Und ich hoffe mal, dass es nicht noch mehr Wind wird. Ansonsten ja, hoffen wir mal, dass das Wetter nicht schlechter wird und nicht kälter wird. Wenn es anfängt zu schneien weiter oben, dann müssen wir stehen bleiben. Also bei Schnee auf der Fahrbahn 18% Steigung, dann ist aus Sicherheitsgründen kein Weiterfahren mehr. Ist auch keine Traktion mehr möglich. Der 500 PS starke Selbstfahrer setzt sich in Bewegung. Mit seiner Fernbedienung kann Randolf Peters nicht nur lenken und Gas geben, sondern auch das Rotorblatt um 60 Grad nach oben anheben und um die eigene Achse drehen. Philipp Backofen ist das Vorauskommando. Der 25-Jährige gibt dem Transportfahrer Kommandos. Komm ein Stückchen mehr nach rechts, rechts hast du jetzt Platz. Dann das erste Hindernis. Nicht etwa das Haus am Straßenrand, sondern mehrere Stromleitungen in einer Rechts-Links-Kurvenkombination, in der auch noch ein Strommast steht. Rangieren ist angesagt. Also an der Stelle müssen wir jetzt den Flügel anheben, vorwärts bis zur Stromleitung fahren, mit dem Flügel über der Stromleitung. Und dann fahren wir rückwärts so weit, bis wir den Flügel vor der Stromleitung senken können. Weil mit einmal um die Rechtskurve rum war der Radius für das Fahrzeug okay, aber der Flügel zu lang, um am Strommast vorbeizukommen. Randolf Peters fährt jetzt so weit wie möglich in die Rechtskurve, ohne dass das Rotorblatt die Stromleitung touchiert. Dann geht es rückwärts in eine Abzweigung, die bergauf führt. Per Hydraulik werden die Senke und die Steigung ausgeglichen. Zuerst senken sich die mittleren Achsen nach unten ab, dann die vorderen. Jetzt kannst du langsam ablassen. Immer noch weiter senken. Ja, so reicht. Der Flügel wird nur so weit abgelassen, dass er gerade so unter der Stromleitung durchpasst. 2 Meter Platz bis zum Mast. 1 Meter. Direkt nach der ersten Leitung kommt in einer Linkskurve eine zweite.
Über die muss das Rotorblatt wieder drüber. Blatt noch ein Stückchen heben. Immer langsam weiter heben. 2 Meter bis zum Kabel, alles gut. Wieder fährt der Transport so nah wie möglich an die Leitung ran. Dann heißt es noch mal rangieren. Fahren jetzt ein Stückchen zurück, um dann gerade in der Kurve zu stehen, also gerade zum Kabel zu stehen und dann das Blatt unter dem Kabel durchzusenken. So, langsam senken schon. Reicht das? Nee, immer noch ein Stückchen weiter senken. Aber zurückfahren brauchst du nicht mehr, passt. Alles gut. Das erste schwierige Hindernis ist überwunden. Aber es war nur ein Klacks gegen das, was noch kommt. Die Firma Renk AG im münsterländischen Rheine. In einer der großen Hallen des Getriebeherstellers ist heute Großkampftag. Ein rund 2 Millionen Euro teures Bohrkopfgetriebe soll an den Kunden ausgeliefert werden. Für alle Beteiligten eine echte Herausforderung. Wir werden hier mit Spezial-Lkw-Equipment abfahren, gegen 22 Uhr zum Speller Hafen, Spelle Fennhaus. Das Getriebe wird in ein Binnenschiff verladen, von dort dann nach Rotterdam und dort in ein Seeschiff umgeladen, um letztendlich dann zu unserem Kunden, einem belgisch-luxemburgischen Baggerschiff-Spezialisten, nach Kroatien zur Werft zu fahren, wo das leistungsfähigste Baggerschiff der Welt gebaut wird. Problem Nummer 1: Das 195 Tonnen schwere Getriebe muss von seinem Aufbauplatz zum Verladeplatz hinter den Spezial-Lkw. Doch die Hallenkrane schaffen maximal 120 Tonnen. So musste ein anderer Weg gefunden werden, das Getriebe von diesem Prüffeld auf unsere Verladeposition dort drüben hin zu bewegen. Und wir haben hier eine Verschubbahn jetzt im Einsatz, die es uns ermöglicht, mit hydraulischen Zugkräften diese Träger, die in dieser Schiene laufen, auf Teflon zu verziehen und so über diese Strecke von dort drüben bis in die Verladeposition zu bewegen. Damit alles flutscht, werden die Teflonplatten mit Schmierseife eingepinselt. 2 Hydraulikzylinder schieben das Getriebe mit 80 Bar Öldruck Zentimeter für Zentimeter zum Verladepunkt. Problem Nummer 2: Das Getriebe kann nicht mit einem normalen Tieflader transportiert werden. Dafür ist es einfach zu hoch. Wir haben das Getriebe hier von der Firma Renk oder einer Bauhöhe von 4,95 Meter zu transportieren. Und dafür nutzen wir diese Kesselbrücke, weil die ermöglicht es uns, das Getriebe mit einem Zentimeter Bodenfreiheit durch unser Nadelöhr, das ist die Brücke unter der A30 hindurch, zu befördern. Die Außenteile, die sogenannten Z-Träger der Kesselbrücke, sind aufgebaut auf 2 14-achsigen Anhängern, von denen bisher aber nur einer in der Halle steht. Verbunden werden die Außenteile durch Zwischenstücke. 2 jeweils 6 Tonnen schwere Stahlträger mit Auflagekonsolen. Auf die wird nachher das Getriebe gesetzt, das mittlerweile an seiner Verladeposition angekommen ist. An beide Seiten werden jetzt die Längsträger gesetzt. Leiter der Aktion ist Matthias Kirschner, von allen nur Mattes genannt. Lass runter. So, jetzt ab. Beide Träger sind in Position und müssen jetzt mit den Außenteilen der Kesselbrücke verbunden werden. Okay, da kommen wir zurück. Weiter, weiter. Weiter, noch 2 Meter. Also vorne musst du ein bisschen nach links mit dem Anhänger. Stopp mal. Okay, probier mal. Auf der einen Seite passt der Verbindungsbolzen fast auf Anhieb. Auf der anderen Seite dagegen klemmt es noch. Die Problematik haben wir jetzt im Moment, dass die Bolzen-Laschenkupplung noch nicht sauber fluchtet. Ja, jetzt wollen wir hier oben, können wir ja die Brücke etwas verschieben. Und wir wollen jetzt die Seite etwas einfahren und dann sollte es passen. Ne? Wir haben hier ja noch etwas Luft. Und jetzt müssen wir mit dem Träger ein bisschen rauskommen, dass die Kupplung hier besser ineinander greifen kann. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. 40 Minuten lang wird so ziemlich alles, was geht, verstellt und neu justiert. Dann endlich das zweite Erfolgserlebnis. So, jetzt kriegen wir ihn rein.
Normalerweise. Gut. Gut, Ingo ist gut, ist drin. Doch das war erst die halbe Miete. Jetzt muss die Kesselbrücke noch an der anderen Seite zusammenmontiert werden. Der zweite Teil des Transporters fährt zum Hallentor. Und nach den Verzögerungen zuvor klappt jetzt alles wie am Schnürchen. Langsam. Weiter, weiter. Stopp. Gut, gut, gut. Steck rein. Hat direkt gepasst. Hinten war das zu spack, weißt du? Aber jetzt, machen wir noch ein paar Ketten dran, dann fahren wir raus. Fertig. Wir hatten jetzt beim Zusammenbau der Kesselbrücke einige Schwierigkeiten hier auf dieser Seite, weil die Träger sich etwas schräg gestellt hatten. Das Ganze hat ein bisschen gedauert, hat aber dann im Endeffekt recht schnell geklappt. Und wenn wir jetzt gleich die Ladungssicherung in Form von Anti-Rutschmatten hier an den Übernahmepunkten gelegt haben, dann werden wir die Last mit der Kesselbrücke übernehmen. Die Kesselbrücke wird angehoben und trägt nun die Last, das 195 Tonnen schwere Getriebe. Die Männer der Transportfirma sichern die Ladung noch mit Spannketten. Dann rollt der Transport nach draußen. Am Hallentor wird es jetzt richtig eng. Noch mal ein bisschen zurück. Ja, ey. Komm wieder rein. War ein Schraubenkopf, also nicht viel. Weiter, immer weiter rein. Müsste aber schon gehen, Matthias. Okay. Geschafft. Der Transport hat das Nadelöhr im zweiten Anlauf passiert. Es geht erstmal in die Parkposition. Denn bis zum Start des Transports sind es noch 5 Stunden. Plötzlich Hektik. Hopp, da ist irgendwas. Andere Seite. Alle rennen. Irgendwo ist Öl ausgelaufen. Jeder hofft, dass der Transport jetzt nicht gefährdet ist. Im Schwarzwald hat der Rotorblatttransport das erste Flachstück geschafft. Jetzt geht es darum, 400 Höhenmeter zu überwinden. Ab hier werden wir rückwärts fahren, den Rest der Strecke, weil das Streckenlayout das vorgibt. Die Kurvenradien sind bei der Rückwärtsfahrt einfacher zu nehmen mit dem Blatt. Deshalb wenden wir jetzt hier Blatt nach oben über das Kabel drüber und den Rest der Strecke dann rückwärts. Das Wendemanöver mit dem Selbstfahrer verläuft unproblematisch. Nach 500 Metern Rückwärtsfahrt geht es vom freien Gelände in den Wald. Wir führen jetzt hier das Rotorblatt durch eine Schneise, die wir haben vorher schneiden lassen. 2 Meter breit. Aber so weiter, so passt alles. Hauptsächlich ging es den Ästen an den Kragen. Nur 6 Bäume mussten ganz weg. Ab dem Abschnitt hier muss das Rotorblatt oft gedreht werden, um dem Streckenverlauf sich anzupassen. Das Rotorblatt ohne Anecken oder sogar Beschädigung durch die Baumwipfel zu manövrieren, erfordert höchste Konzentration und ständige Absprache zwischen Fahrer und Manövrierhelfer. Langsam. Jetzt fahren wir in den Baum rein. Du mal Fahrwerk vorne weit hoch. Jetzt beginnt der Bereich, wo Steigung im Gelände ist, bis 20%. Und ja, rückwärts bergauf laufen ist jetzt für mich anstrengender als für den SPNT. Jetzt müssen wir gucken, dass bei der Witterung, bei der Nässe auf der Fahrbahn ohne Traktionsverlust die Reise losgehen kann. Die Fahrbahnränder an beiden Seiten im Blick haben, lenken, Gas geben, aufpassen, dass das Rotorblatt nirgendwo hängen bleibt. Den Flügel bei Bedarf heben, senken und drehen. Multitasking. Und das im Rückwärtsgehen. Irgendwann haben sich die Knochen dran gewöhnt und dann entwickeln sich da Muskeln für das Rückwärtslaufen und dann tut es nicht mehr ganz so weh. Die erste Zeit war das hart, aber jetzt hat man sich mit der Zeit dran gewöhnt. Das nächste Nadelöhr für den Rotorblatttransport ist eine enge S-Kurve mit 16% Steigung. Vor Beginn der Transportfahrten musste hier einiges geändert werden. Die Straße wurde geteert, weil
im Vorfeld die Straße schon kaputt gewesen ist. Und aufgrund vom Transport hätte die das nicht überstanden. Und der Kurvenradius wurde etwas erweitert, um 2 Meter in etwa. Aber ansonsten ist der Verlauf von der Kurve so, wie das ursprünglich gebaut wurde vor 100 Jahren. Und damals musste kein 50 Meter langes, 3 Meter breites und 85 Tonnen schweres Gerät hier durch. Das Blatt muss ganz nach oben gestellt werden, auf 60 Grad, um hier zwischen der Baumschneise durchzuschwenken. Und es wird immer steiler ab hier. Also von daher, jetzt wird es eigentlich noch interessanter wie das erste Steigungsstück. Muss halt gucken, dass man nirgendwo an dem Baum hängen bleibt, um keine Beschädigung am Ruderblatt zu haben. Und das ist jetzt die Herausforderung ab hier. Philipp? Ja? Okay, geht los. Okay. Langsam setzt Randolf Peters den ferngesteuerten Selbstfahrer in Bewegung. Mit zu viel Gas würden die Räder bergauf und bei Nässe durchdrehen. Denn das Gefährt hat immerhin 500 PS. Die werden aber auch benötigt bei einem Gesamtgewicht von 85 Tonnen. Alle 8 Achsen sind einzeln lenkbar. Trotz dieser Wendigkeit reicht dem Transporter die Straßenbreite nicht aus. Es geht ins Kiesbett. Auch oben, beim Rotorblatt, wird es jetzt eng. Oh, mach mal langsam. Und immer weiter gerade kommen wir. Jawohl, hier oben läuft gut, immer weiter so. Geschafft. Die gefährlichste Kurve ist bewältigt. Der Rotorblatttransport hat inzwischen schon 2 Drittel der 400 Höhenmeter zum Kambacher Eck überwunden. Doch auf einer imaginären Schwierigkeitsskala waren die Serpentinen nur eine 7. Jetzt folgt die 10. Also nach 4 Kilometern Rückwärtsmarsch sind wir jetzt an der Ortslage Wenglig angekommen. Das ist nochmal eine Häuserdurchfahrt, wo wir das Blatt zwischen den Balkon durchdrehen müssen, unter den Stromkabel durch. Und danach kommt dann eigentlich der steilste Streckenabschnitt mit 19% Steigung. Muss halt gucken, dass man den Selbstfahrer ein bisschen querneigen tut, um an den Balkon vorbeizukommen. Es ist eine Zirkelei, ja. Man muss genau gucken, was man macht und sich das am besten vorher überlegt haben, was man macht. Es sind überall 10, 15 cm Platz, genügend, aber äußerste Vorsicht. Für die Durchfahrt beim ersten Haus muss Randolf Peters den Flügel absenken. Das geht aber erst hinter der Kurve, weil in der noch die Bäume im Weg sind. 2 Meter bis zum Baum, immer weiter, alles gut. Mal langsam, fahr erst mal gerade, gerade. Jawohl, so passt. Jetzt senkt sich das Rotorblatt nach unten. Im Schneckentempo geht es am Haus vorbei. Und gleichzeitig unter der Stromleitung durch. Pause. Einer der Anwohner, Thomas Heitzmann, hat für die Männer der Transportfirma Kaffee gekocht. Wie viel kostet das Fuhrwerk? 1,2. 1,2 Millionen. Und fahrt hauptsächlich Flügel oder auch andere Sachen? Maschinentransporte, aber in erster Linie schon Flügel. Bis wie viele Tonnen kann man das Teil fahren? Ja, 40 Tonnen pro Achse. Und je nachdem, wie viele Achsen hast, kannst du zusammenbauen. Ab 20 Achsen brauchen wir dann mal noch einen zweiten Motor. Wie lange braucht ihr, bis ihr jetzt an der Windmühle seid? Ja, wir fahren jetzt zur 1, das ist ein Stück weiter wie zur 3 und zur 4. Ich denke mal, so 2 Stunden werden wir noch brauchen. Durch den Wald durch geht es halt relativ langsam, aber ja, ist halt ein Stück weiter. Aber normalerweise sollte es 2 Stunden sich ausgehen. Ich bin ein Befürworter von den Windkraftanlagen, weil der Atomstrom muss weg. Weil sämtliche Generationen nach uns werden noch kämpfen mit dem Abfall. Und keiner weiß, wohin damit. Thomas Heitzmann hat für die Transporte in den Windpark seine Gartenmauer um 1,5 Meter nach rechts versetzen und links einen Gartenzaun entfernen müssen. Das war ihm der Ausstieg aus dem Atomstrom wert. Und dafür nimmt er auch den Lärm der Transporte in Kauf. Ich schaffe selber am Straßenbau und mir macht das nichts aus. Es ist interessant zuzuschauen, wie das alles vonstatten geht.
auf Millimeter Arbeit. Und schlimmer ist Wochenende der Publikumsverkehr, die Neugierigen, wo alle hier hochfahren. Die Fahrzeuge stören eher wie die großen Transporte. Angst und Faust habe ich nicht, weil die fahren so gut mit ihrer Maschine. Nach einer Viertelstunde Kaffeepause geht es weiter. Jetzt kommt die schwierigste Phase des Transports. Philipp Backofen geht wieder in Position, um Randolf Peters Anweisungen geben zu können. Wir fahren jetzt hier noch so weit zurück, bis wir unter dem Kabel durch sind, um das Blatt zu heben und schräg zu stellen, um an dem Hausvorsprung vorbeizukommen und dann mit Rotorblatt gehoben den restlichen Streckenverlauf, die Steigung zu bewältigen. Klingt einfach, wird aber kompliziert. Im nordrhein-westfälischen Rheine rollt aus einer Werkshalle der Firma Renk ein gigantischer Transport. 36 Achsen, 75 Meter lang, 442 Tonnen schwer. Auf einer Kesselbrücke, einer heb- und senkbaren Stahlkonstruktion, transportiert er ein Bohrkopfgetriebe für ein Baggerschiff. 195 Tonnen schwer. Preis rund 2 Millionen Euro. Zielort des heutigen Transports ist ein 12 Kilometer entfernter Binnenhafen. Plötzlich schlägt einer der Speditionsmitarbeiter Alarm. Stopp, da ist euch was. Andere Seite. An einem der Anhänger ist Öl ausgelaufen. Jetzt muss sofort der Hydraulikkompressor abgeschaltet werden. Die Mitarbeiter der Schwertransportfirma streuen Bindemittel. Ein Stützschlauch ist geplatzt von der Hydraulik im Anhänger. Aber das passiert halt, da hast du keinen Einfluss drauf. Manfred Meefs, der Chef der Truppe, packt auch selbst mit an. Als Transportleiter dann ist man nicht nur außen vor, man ist einfach dabei. Und wenn es mal darum geht, aufzufegen und aufzuschaufeln, dann macht man das mit. Die Kollegen können in der Zeit sich um die Technik kümmern. Da habe ich jetzt nicht so den Draht oder nicht den Draht, die Ahnung von, dann helfe ich an der Stelle. Technikexperte Matthias Kirschner geht auf Schadenssuche. Nach 10 Minuten hat er das Leck entdeckt und den defekten Schlauch ausgebaut. Mit der Zeit werden die poröse und dann reißt die Ummantelung, der Gummi, und dann rostet der Draht dazwischen und dann passiert das. Trotzdem, dass man die alle 6 Jahre wechseln muss. Weil das schon mal passiert, führen die Männer auch immer genügend Ersatzteile mit. Der Transport ist nicht gefährdet. Das passiert leider schon mal. Sollte natürlich jetzt nicht gerade beim Rausfahren passieren. Der Herr Kirschner, der wird das jetzt in Windeseile beheben. Die geplatzte Leitung austauschen und dann fahren wir weiter raus. Nach einer halben Stunde ist der Schaden behoben und der Transport fährt in seine Parkposition auf dem Werksgelände. Auf die öffentlichen Straßen darf er erst ab 22 Uhr, sonst würde ein Verkehrschaos ausbrechen. Wir haben jetzt hier unsere vorläufige Parkposition erreicht. Vorläufig heißt, wir werden noch ein paar kleine Restarbeiten machen. Und dann hoffe ich, dass wir um 22 Uhr pünktlich starten in Richtung Hafen. Dass uns der Absturzschlauch geplatzt ist, das ist ärgerlich. Das kommt leider vor. Zum Glück noch hier am Anfang des Ganzen, wo wir noch nicht auf der Straße sind, wo wir dann nachher möglicherweise sogar noch größere Verkehrsbehinderungen dann für eine halbe Stunde verursacht hätten. Von daher sage ich mal, wenn es passieren muss, dann jetzt an der Stelle. Während die Männer der Schwertransportfirma jetzt erstmal 4 Stunden Pause haben, laufen in der Ortschaft Rheine noch die letzten Vorbereitungen für die Durchfahrt des gigantischen Transportzugs. Auf einer Mittelinsel steht eine Ampel im Weg. Mitarbeiter einer Verkehrstechnikfirma sind angerückt. Die Kabel werden abgeklemmt hier unten, dass wir den Mast wegnehmen können. Dann wird der provisorisch auf die Seite gestellt. Wenn der Transport durch ist, kann die Ampel wieder auf die Mittelinsel gestellt werden, auf einem provisorischen Fuß. Irgendwann in den nächsten Tagen bekommt die Ampel dann eine Halterung, aus der man sie beim nächsten Transport einfach rausziehen kann. Doch zuerst muss das alte Fundamentloch wieder zugeschüttet werden. Wo wir jetzt eben den Mast weggenommen haben, da ist jetzt ein Barkenfuß, das ist sowas. Wo diese Barkenblätter drin stehen, reingekommen.
weil ich ja nicht genau weiß, wo der LKW fährt mit seinen Rädern. Das ist erstmal, dass er nicht einsackt und zweitens, dass er sich nicht an den alten Bolzen, die da unten drin sind, wenn er absackt, sich die Räder kaputt macht. Dann steht er nämlich schon gleich hier vorne, dann kommt er nicht mehr. Noch ein paar Mal kräftig festgeklopft, dann ist alles bereit für den Schwertransport. Im Schwarzwald steht die Transportcrew um Randolph Peters vor einer heiklen Aufgabe. Das 46 Meter lange Rotorblatt für eine Windkraftanlage muss durch die Ortschaft Wengling. Das wäre in waagrechter Position relativ einfach, doch dann würde der Transport die anschließende Linkskurve nicht schaffen, ohne am letzten Haus anzuecken. Wir stellen das Rotorblatt jetzt auf, um zwischen diesen beiden Kanten vom Schuppendach und Hausdach das Rotorblatt senkrecht durchzuführen. Doch vorher muss der Flügel erst unter einem Stromkabel durch sein. Hinter dem ferngesteuerten Selbstfahrer ist Philipp Backofen in Stellung gegangen, um zu assistieren. Sagst mir Bescheid, wenn ich unter dem Kabel raus bin. Ne? Jawohl, so passt, so weiter. Ich muss doch unter dem Kabel raus sein. Ich verstehe gar nichts mehr. Kabel? Kabel ist vorbei, wir sind am Kabel vorbei, du kannst heben. Hydraulisch hebt Randolph Peters das Rotorblatt um 60 Grad nach oben an und dreht es um die eigene Achse, damit es so schmal wie möglich ist. Was jetzt zur Gefahr werden könnte, sind Windböen. Um am Hausdach vorbeizukommen, muss der Selbstfahrer so nah wie möglich an die Mauer auf der rechten Seite, darf dabei aber auf keinen Fall andecken. Jetzt wird es auch knapp an der Dachkante. Randolph Peters neigt den Selbstfahrer so weit wie möglich nach rechts. Trotzdem bleiben zur Dachrinne nur wenige Zentimeter. Das Rangierkunststück ist geschafft. Um auch die Folgen der Linkskurve zu bewältigen, muss das Rotorblatt jetzt übers Hausdach hinwegschwenken. Das steilste Stück haben wir jetzt geschafft. Steigung alle super gelaufen, trotz Regen und relativ kalt, aber keine Traktionsprobleme. Jetzt kommen wir auf den Bereich, wo kein Asphalt mehr ist, sondern auf den geschotterten Bereich. Ich hoffe mal, dass jetzt vom Regen her die Sache nicht zu sehr aufgeweicht ist, dass wir hier problemlos durchkommen. Im schlimmsten Fall würde die Straße nachgeben und man kann die Fahrt nicht mehr fortsetzen. Aber im Moment sieht es noch aus, als alles gut. Randolph Peters ahnt nicht, dass der Regen oben an der Aufbaustelle des Windrads schon in Schnee übergegangen ist. Der Rotorblatttransport muss noch rund 2 Kilometer bewältigen, auf einer Schotterstraße, die mehr und mehr zur Matschpiste wird. Der 43-Jährige versucht, die übelsten Stellen zu umfahren, um nicht stecken zu bleiben. Er beherrscht die Fernbedienung aus dem FF, oder besser die 2 Fernbedienungen. Eine, mit der er beim Selbstfahrer Gas geben, bremsen, ihn lenken, sowie seitlich und längs neigen kann. Davor eine weitere Fernbedienung für die Transportvorrichtung, mit der er den Flügel hebt, senkt und um die eigene Achse dreht. Eine Playstation ist dagegen ein Kinderspielzeug. Ich glaube, das Grundgefühl muss man von Haus aus haben, ansonsten braucht man nicht anfangen. Also, das ist ähnlich wie bei einem Tieflader, die Hydraulik. Man muss die auch gefühlvoll bedienen und so ähnlich ist das mit dem Joystick hier auch. Nur dass man halt hier die Verzögerung hat noch über die Funkfernsteuerung. Und klar, mit jedem Transport wird es einfacher, weil man dazulernt und weitsichtiger wird. Aber Lernprozess wird wahrscheinlich immer stattfinden, weil jeden Tag anderes Wetter, Wind, lernen wird man immer. Höhenmeter und zahlreiche Hindernisse sind überwunden. Der Transporter erreicht sein Ziel, die Baustelle am Kambacher Eck. Die Transportcrew hat 7 Kilometer Fußmarsch bergauf hinter sich. Bei Wind, strömendem Regen, Schnee und Kälte. Wetter ist mies,
haben Glück gehabt. Eine Stunde früher hätte es nicht anfangen dürfen zu schneien, dann hätten wir den Transport abbrechen müssen. Aber so sind wir rechtzeitig noch angekommen. Ja, gerade so grenzwertig. Alles gut gegangen. Feierabend. Im nordrhein-westfälischen Rheine geht der Stress jetzt erst los. Der 75 Meter lange Transportzug mit dem 195 Tonnen schweren Bohrkopfgetriebe startet Richtung Binnenhafen Spelle-Fehnhaus. Bis dahin sind es nur 12 Kilometer, aber die haben es in sich. Schon nach 300 Metern der erste Engpass. Pass auf die Ampel bitte auf da oben. Die Problematik an dieser Kreuzung liegt daran, dass wir nicht direkt rechts abbiegen können in Richtung Osnabrücker Straße, sondern wir müssen zunächst geradeaus fahren und stoßen dann rückwärts in die Haupteinfahrt der Firma Renk ein und haben somit einen günstigeren Kurvenradius, um in Richtung Osnabrücker Straße weiterzufahren. Das Zurückstoßen in die Werkseinfahrt gestaltet sich relativ problemlos. Stopp mal, stopp mal. Eng wird es dagegen beim Wiederrausfahren um die Kurve. Es klemmt, und zwar hinten, ein Verkehrsschild. Das Schild ist im Schotter eingegraben. Da kann man da oben abschneiden. Ja, wir haben ein kleines Hindernis. Das Schild hier, das sitzt jetzt an einer Stelle, wo wir hier mit dem Träger der Kesselbrücke weiter rauslaufen würden, wenn wir die Kurve jetzt weiterfahren. Und jetzt kommt der Herr Schulze und wird das Schild kurz an Seite stellen. Der Herr Schulze, das ist Ralf Schulze, der mit den Männern seiner Verkehrstechnikfirma vor dem Transport hier fährt und Hindernisse aus dem Weg räumt. Jetzt fährt er im Eiltempo zurück zum Transporter. Die Frage ist, ob er das Schild tatsächlich abflexen muss. Weiß ich noch nicht, müssen wir gucken. Gerade war es ein bisschen was eng, oder? Jetzt haben die nochmal neu angesetzt, vielleicht klappt es ja so. Zurück, oder? Zurück. Ja, zurück. Also, so wie es aussieht, klappt es jetzt. Weiter, weiter, weiter. Weiter, wir sind vorbei. Der Transporter schiebt sich durch die enge Kurve. Von Vorteil ist dabei, dass sich die beiden 14-achsigen Anhänger separat von einem Führerhaus aus oder per Fernbedienung lenken lassen. Für den Rest der Transportstrecke wird jetzt vorne eine 600 PS Zugmaschine angekoppelt. Wir haben jetzt die hintere Maschine vom Anhänger getrennt und hängen die vordere an, weil die hintere, wenn sie schiebt, die Tendenz hat, sich aufzustellen und sich über die Vorderachse wegzuschieben. Und deswegen ist es sinnvoller, jetzt vorne anzuhängen. Das machen wir gerade. Auf den nächsten Kilometern geht es vor allem darum, unter tief hängenden Ampeln durchzufahren. Dafür wird jedes Mal die Kesselbrücke abgesenkt. Oder an Kreuzungen abzubiegen, bei denen der 75 Meter lange Transport mehreren Verkehrsschildern und Straßenlaternen ausweichen muss. Unproblematisch gestaltet sich dabei die Fahrt über Verkehrsinseln. Ja, also hier bei der Überfahrt dieser Insel sieht man sehr schön die Wirkungsweise der Pendelachse. Die Ladefläche bleibt immer in einer Linie und die Achsen darunter, die gleichen die Unebenheiten in der Fahrbahn aus. Wenn die Achse über einen Bordstein hochrollt, jetzt zum Beispiel da hinten, wird der Druck gemindert. Entschuldigung. Beinahe wäre es unter die Räder gekommen, das Begleitfahrzeug des Transportleiters, von dem aus er den Lkw-Fahrern immer die nächsten Hindernisse ansagt. So, gleich biegen wir dann rechts ab, und zwar von links außen nach rechts innen. Jo. Wir nähern uns jetzt gleich dem interessantesten Punkt unserer heutigen Reise. Das ist die Unterführung der A30, die wir auf der linken Seite unterfahren werden, weil dort das Bauwerk uns die größtmögliche Durchfahrtshöhe bietet. Und da werden wir das Ladegut fast bis auf den Boden absenken, um dann über dem Ladegut im Brückenausgang nur noch wenige Zentimeter zu haben. Doch das erste Problem sind nicht etwa die niedrigen Betonelemente. Die müssen alle weg hier. Ja. Schaulustige parken genau auf der Fahrspur des Schwertransports. Wem ist denn hier das Auto? Eine Bitte an die Polizei. Könnten Sie vielleicht per Lautsprecher durchsagen, dass der Fahrer des Pkw hier links auf der Seite zu seinem Fahrzeug kommt? Nach 5 Minuten ist auch der letzte Falschparker gefunden. Alles klar, der ist da.
Die Durchfahrt des Transports kann beginnen. Schleichfahrt ist angesagt. Vor dem ersten Betonbinder wird die Kesselbrücke abgesenkt. Zwischen Transportgestell und Asphalt ist nur noch ein Zentimeter Luft. Wir sind jetzt hier unter dem ersten Betonbinder drunter her. Das läuft soweit gut. Aber die Brücke ist im Brückenausgang, das heißt am letzten Betonbinder am niedrigsten. Und da haben wir extra den Steiger positioniert, dass wir da entsprechend Licht haben und auch gut sehen können. Auf dem Steiger Ralf Schulze. Er soll per Funk warnen, wenn es oben kritisch wird. Ja, jetzt nähern wir uns dem entscheidenden Betonbinder. Ralf, du hast gute Sicht? Ich habe alles im Blick, ja. Eng wird es erst mal unten. Der Schwertransport droht zum Asphalthobel zu werden. Gib ruhig ein bisschen mehr Höhe hier, der kratzt schon. Wenn wir unten aufsetzen, wir können das theoretisch über die Fahrbahn ein wenig ziehen mit der Motorkraft, die wir haben. Aber das ist ja nicht gewollt. Wir wollen jetzt hier nur mit der geringsten Bodenfreiheit drüber fahren, um oben die größtmögliche Luft zu haben. Der letzte Betonbinder, der niedrigste. Gute 5 cm hier oben. 4 waren erwartet. So, Getriebe ist fast raus. Haben wir jetzt 40 bis 50 cm Luft nach oben. Das heißt, wir können uns jetzt rechts in Fahrbahnmitte orientieren. Perfekt. Erleichterung, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben alle gesehen, das war nicht sehr viel da oben. Wir haben die Bestätigung bekommen, 5 cm. Wir sind auch unten ziemlich über den Asphalt geschlichen. Und ja, schön, dass es geklappt hat. Ralf Schulze muss sich jetzt sputen. Denn beim nächsten Knackpunkt der Strecke muss er wieder Hilfestellung leisten. Eine Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal, die der Transport in wenigen Minuten erreichen wird. Dieses Bauwerk ist statisch nachgerechnet worden. Und wir haben hier eine besondere Fahrauflage bekommen, die da heißt, die Brücke in Brückenmitte zu überfahren. Das ist noch nicht das Ungewöhnliche, aber die Brückenmitte ist nicht die Fahrbahnmitte. Sonst wäre das relativ einfach für uns, ja da uns zu positionieren. Und deswegen wird jetzt der Ralf Schulze 2,40 Meter vom rechten Schrammbord Pylonen setzen, an denen wir dann mit unserer rechten Fahrzeugseite vorbeifahren werden. Und wenn wir die Mitte bei dieser Brücke jetzt nicht treffen würden, dann würden wir sicherlich dem Mauerwerk schaden. 2,40 Meter zum Fahrbahnrand, akribisch ausgemessen. Plötzlich eilt ein Mitarbeiter der Transportfirma herbei. Die Hütchen müssen noch mal umgestellt werden. Es scheint ein Kommunikationsproblem gegeben zu haben. Ich hatte vorhin bei der Besprechung verstanden, linke Seite, aber es war Fehlinfo. Musste auf der rechten Seite eingemessen werden. Darum haben wir schnell geändert. Schnell war auch notwendig, denn schon naht der Schwertransport. Beim Überfahren der Brücke sammelt ein Mitarbeiter die Pylonen wieder ein. Jetzt sind es keine 2 Kilometer mehr bis zum Ziel. Wenn wir gleich jetzt hier auf der Straße zum Hafen da sind, wäre es ganz gut, wenn wir tendenziell rechts uns halten, weil links gab es schon so ein paar Risse in der Fahrbahn. Und wir haben ja morgen noch mal das Beweissicherungsverfahren. Und da möchte ich eigentlich nicht dazu beitragen, dass sich der Zustand verschlechtert hat. Das Recht in Wagen, ne? Das passt, Matthias. Jeder bemüht sich zu gucken, dass wir nichts kaputt machen und dass wir nirgendwo anecken. Und das ist dann am Ende für uns auch eine gute Visitenkarte für den Kunden, wenn wir eine saubere Leistung abgeliefert haben. Einfahrt in den Binnenhafen Spelle-Fehnhaus. 3,5 Stunden hat der Transport für die Strecke von 12 Kilometern gebraucht. Ja, ich habe es gerade vorhin hinten noch mal gesagt. Super Leistung. Vor dem nächsten Kraftakt können sich die Männer jetzt ein paar Stunden Pause gönnen. 10 Uhr am nächsten Morgen. Gerade macht das Binnenschiff fest, dass das Bohrkopfgetriebe nach Rotterdam bringen soll. Um die Last von der Kesselbrücke ins Schiff zu befördern, braucht es 2 500 Tonnen Autokrane, obwohl das Getriebe nur knapp 200 Tonnen hat. 2 500 Tonnen Krane, wenn man sich die Frage stellt, für ein 195 Tonnen schweres Getriebe, warum?
Das liegt daran, die Nutzt- oder die Hubkraft eines 500-Tonners, die hat er bei minimaler Auslade. Das heißt, ein Meter ungefähr hier vom Fahrzeugheck des Kranes, da könnte er die 500 Tonnen alleine heben. Aber hier ist die Aufgabenstellung, 14,60 Meter ins Binnenschiff auszulegen. Und das bedeutet, dass wir nur eine Hubkraft haben von 100 Tonnen, 101 Tonne ungefähr. Reicht also nicht für dieses 195 Tonnen schwere Getriebe, von daher zwei Geräte. Die Gefahr bei der Arbeit mit zwei Kranen, sie könnten sich gegenseitig ins Gehege kommen. Ja, wir heben jetzt das Getriebe aus der Kesselbrücke heraus. Wenn wir eine gewisse Höhe erreicht haben, dass wir hier über die Träger kommen, wir werden das Getriebe im Winkel von 90 Grad schwenken müssen. Das hat folgende Bewandtnis, dass ansonsten oben unsere Rollenköpfe, wenn wir es in dieser Position jetzt auf uns zuschwenken würden, sich treffen, also miteinander kollidieren. Dann schwenken wir es also im Winkel von 90 Grad herüber zum Binnenschiff. Dort schwenken wir wieder um 90 Grad zurück und setzen es dann im Schiffsraum ab. Doch zuerst müssen die Kranführer das Getriebe absolut senkrecht aus der Transportvorrichtung heben. Die Fracht darf nämlich nicht ins Pendeln kommen. Es käme einfach eine schlagartige Bewegung in den Kran, die dann möglicherweise nur schwer zu kontrollieren wäre. Und das vermeiden wir, indem wir ganz sauber nach oben ziehen. Fast perfekt gelungen. Das Getriebe pendelt nur ganz leicht. Der Transporter mit der Kesselbrücke fährt weg. Er würde nur im Weg stehen bei der jetzt folgenden Aktion, nämlich dem Durchschwenken des Getriebes zwischen den Kranen hin zum Schiff. Das Bohrkopfgetriebe wird jetzt in den Laderaum des Schiffes abgesenkt. Auch hier ist wieder Maßarbeit notwendig. Hier haben wir jetzt die Schwierigkeit, dass wir das Getriebe mittig ins Schiff setzen müssen. Einfach aus dem Grund, dass das Schiff keine Schlagseite bekommt. Das würde vielleicht noch nicht mal hier am Ufer so direkt auffallen. Aber wenn er dann ablegen würde, könnte er in eine Schieflage geraten, die für das Schiff gefährlich würde. Deswegen muss man jetzt akribisch darauf achten, mittig vom Schiff abzusetzen. Touchdown. Das Getriebe setzt im Laderaum auf. Die Kranführer nehmen die Last aus den Seilen und das Schiff sackt um fast einen Meter ab. Die Last sitzt zwar nicht ganz genau mittig, aber für den Kapitän ist es okay. Ja? Die Männer der Schwertransportfirma haben damit ihren Auftrag erledigt. Gab einen kleinen Wermutstropfen, einen geplatzten Stützschlauch, zum Glück auf dem Betriebsgelände und nicht im öffentlichen Verkehrsraum. Wurde auch schnell behoben und danach lief alles reibungslos. Kranverladung, die Zusammenarbeit der beiden Autokrane jetzt hier auch perfekt. Also ein sehr, sehr positives Fazit des Transports. 12 Kilometer sind geschafft. Bis zum Ziel in Kroatien sind es auf dem Wasserweg noch ein paar Tausend.